Willkommen zurück zum nächsten Part von Pokémon Platin. Wir stehen vor dem legendären Pokémon Giratina, der Herrscher über die Zerrwelt. Und ich habe mich dazu entschieden, ich habe gründlich überlegt und habe mich dazu entschieden, Empoleon vorzutun, da ich glaube, dass er den Attacken von Giratina am besten widerstehen kann. Ich hoffe auch, dass wir ihn mit Lord Ninja irgendwie paralysieren können. Und ja, mit Funkensprung vielleicht irgendwie paralysieren, das wäre halt so nice. Wir haben halt auch nichts, um ihn einzuschläfern oder zu paralysieren oder... Ja, das ist halt das Problem. Oder haben wir? Haben wir nicht, oder? Ich gucke jetzt nochmal, aber wir haben nichts. Wir haben keine TM. Donnerwelle oder... Oder doch, eine Schockwelle. Ja. Nein... Blitz, Lawine, Liebreiz, Schlafrede. Nee, wir haben nichts. Ich guck nochmal durch, aber wir haben nichts. Anziehung. Donnerblitz. Nee, leider nicht. Ja, Donnerwelle wäre halt nice gewesen. Oder Schlafpuder für Rexblizzer. Da ist es. Oh, shit. Sprechen wir es an. Giratina, betrachte Cube ruhig. Los geht's. Ach du Scheiße. Auf geht's gegen Giratina. Fangrate hat es 3, glaube ich. Also extrem niedrig. Und ich werde gleich mal zum Start einen Flottball probieren. Sollte man immer mal machen. Kann immer mal Glück bringen. Wir haben 10. Los geht's. Come on. Flottball. Ich drücke wie immer A, obwohl es nichts bringt. Okay, der will nicht in den Flottball. Die Frage ist, sollen wir es nochmal probieren in Runde 2? Moment, was ist... Ah, jetzt kommt seine... Ja, ja. Kann ich ihn jetzt trotzdem treffen? Nein, es geht nicht, alles klar. Was können wir dann machen, um diesen Zug sinnvoll zu verbringen? Er ist schneller als ich, oder? Auf jeden Fall. Nein, jetzt zieht die Flinkklaue! Dein Ernst? Ah, Empoleon... Wie viel zieht denn es ab? Relativ viel, aber noch okay. Für das, dass es auf Level 47 ist. Ja, ich soll es zuerst mal irgendwie versuchen zu schwächen. Ey, das ist doch nicht wahr. Fuck, man. Wer zieht die Flink... Ja, okay. Aber ich glaube, Schemenkraft hat nicht so viel AP. Ich glaube, 5, oder? Sehr verzieht halt auch kaum was ab, ne? Das Problem ist, ich will nicht zu Rexblizzer gehen und Eissplitter einsetzen, weil dann wird dieser, kommt dieser scheiß Hagelsturm. Und wenn der Hagelsturm kommt, dann wird es ihn früher oder später killen. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich werde ihn heilen, da ich echt... Ups, ich werde ihn heilen, da ich echt glaube, dass er am besten ist. Oh, aber hier. Dass man hier immer die Tränke findet, ey. Ich glaube, Schemenkraft ist auch... Was hat er denn noch so drauf? Bestimmt irgendeine Drachenattacke und sonst... Was weiß ich. Drachenklaue, okay. Ja, das halten wir auch relativ gut aus. Ja, ja, er ist am besten. Es ist so. Ja, ich sollte auf... Ich habe Angst, dass er jetzt wieder Schemenkraft einsetzt. Für den Timerball ist es noch zu früh. Wir könnten mal einen Finsterball probieren. Auch immer sehr effektiv, aber mit so viel KP wird das nichts. Ja, das dachte ich mir schon. Das ist klar. Drachenklaue. Okay, dann hoffe ich jetzt, dass er nicht auf Schemenkraft geht, weil dann würde ich jetzt nochmal mit Surfer angreifen. Moment. Okay. Sehr schön. Oder so. Ein Volltreffer wäre mega wichtig. Es geht tatsächlich auf Schemenkraft. Das heißt, wir können uns jetzt schön nochmal heilen. Ja, machen wir auch. Wir brauchen nicht an Hypertränken sparen. Das ist Quatsch. Wir könnten natürlich auch den Meisterball verwenden, aber das will ich auf gar keinen Fall. Den Meisterball behalten wir. So, das ist die dritte Schemenkraft. Noch zweimal. Okay, okay, okay. Ich schwäche ihn mal weiter. Wenn er die Hälfte der KP hat, können wir auch auf Lake gehen. Drachenklaue, okay.
Ja, falls er sterben wird, können wir ihn ja auch wieder wiederbeleben mit Polion mit einem anderen Pokémon. Okay. Unheilböen. Oh. Okay, aber ihr seht, das ist alles nicht sehr effektiv. Impoleon ist extrem gut gegen Giratina. Die Hälfte der KP ist weg. So, ich werde ihn wieder heilen. Ich glaube nämlich, dass meine anderen Pokémon nicht sehr gut gegen Giratina sind. Die werden entweder gewonnen oder getwo-hitted. Halböen, fein. Habe jetzt irgendwie ein bisschen Schiss auf Lake zu gehen, aber normal bringt ihn das nicht um. Nee, komm, geh mal auf Surfer weiter, das klappt ja ganz gut. Ein bisschen Schwäche noch. Ich darf nur nicht vergessen, nicht auf Rex Blizzard gehen. Antikkraft, okay. Aber auch das ist nicht sehr effektiv. Haha, du kannst mir gar nichts, mein Freund. So. Nochmal. Nice. Keine Schemenkraft, okay. Drachenklaue können wir auch wieder locker wegstecken. So. Ich muss jetzt dann aufpassen auf Surfer wegen einem Volltreffer. Einmal geht auf jeden Fall noch. Dann lebt er trotz Volltreffer, glaube ich, noch. Eine Flinkklaue zieht. Aber natürlich nicht riskieren jetzt einen Volltreffer. Bitte, bitte, Impoleon. Okay, so lassen wir es jetzt. Ich traue mich auf keinen Surfer mehr zu gehen. Wenn es ein Volltreffer ist, dann stirbt der. So, gut. Dann Finsterball. Jetzt wird es Zeit. Timerball ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Finsterball dürfte perfekt passen. Timerball wird noch effektiver werden. Ja, eine Fangrate von 3 ist halt echt krass. Schemenkraft. Okay, dazu nutze ich jetzt den Zug, um mich nochmal zu heilen. Wie viel? Wir haben noch 12 Hypertränke. Okay. Okay, okay. Also Rex Blizzard ist komplett tot in diesem Kampf mit seinem scheiß Hagelsturm. Der ist normal, im Normalfall vielleicht nicht schlecht, aber hier gegen Kampf, im Kampf gegen Legendäre ist es halt echt scheiße. Ich glaube noch einmal Schemenkraft. Dennoch, ja, Finsterball ist am besten. Es ist so. Er ist am effektivsten. Ich drücke immer A. Ey, das gibt's ja nicht, ey. Ah, fuck. Bleib in dem verdammten Ball, Giratina. Dir gefällt der Finsterball nicht? Gefällt dir vielleicht der Hyperball? Hyperball. So, haben wir noch 31. Vielleicht bleibt er hier drin. Vielleicht gefällt ihm der Ball besser, wer weiß. Einmal gewackelt. Okay, das dürfte die letzte Schemenkraft sein, oder? Heil mich nochmal, komm. Geizen wir nicht rum mit den Tränken. Scheiß drauf. Passt schon. Es wird eh noch eine längere Geschichte, bis wir den im Ball haben, glaube ich. Aber gut, dass wir so viele Bälle eingekauft haben. Ich glaube, das ist das letzte Mal Schemenkraft, oder? Das hat doch nur 5 AP. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr als 5 AP hat. So. Ach so, du willst in den Pokéball, habe ich gehört. Ja, okay. Kannst du natürlich auch haben, ne? Nee, will er nicht. Naja, ein Versuch war es wert, oder? War eigentlich klar, dass es nicht funktioniert, aber wie gesagt, ein Versuch war es wert. Wieso nicht? Wieso nicht mal probieren? So, sollen wir schon einen Timerball probieren oder sollen wir noch warten? Ich warte noch ein bisschen. Ich glaube, ein Timerball ist noch ein bisschen zu früh. Eins. Oh, komm! Ey, das gibt's doch nicht. Der bleibt ja nie im Ball. Das wird nie funktionieren. Das ist ja mega krass, ey. Fangrate 3 ist halt scheiße. Finsterball. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Betrug. Bleib in dem Scheißball drin. Okay. Verdammt nochmal. Ich glaube, jetzt werde ich dann auf den Timerball gehen. Ich glaube, wir kämpfen schon relativ lang. Dürfte jetzt sehr, sehr effektiv schon sein. Ja, das war's mit Schemenkraft.
Brunhaltbühne hat auch nur 5 AP, oder? Einmal Ball, komm. Bitte bleib im Ball! 1. Nein, das gibt's nicht! Ey, nie mehr als 1, wenn wenigstens mal 2 wären oder 3. Aber nee, immer nur 1. Ist ja mega lame. Als ob, ey. Komm schon. 1. Das gibt's nicht, das ist Betrug! Hallo? Werde ich hier gerade verarscht? Vom Spiel? Das muss doch auch mal erschöpft werden, das kann nicht sein. Komm, bleib im verkackten Ball. Das ist Betrug. Nicht mal ein Timerball wackelt nicht mal einmal. Ja, klar. Mhm. Logisch, ne? Ja. Mhm. Timerball ist, glaube ich, der beste hier. Oder der Finsterball. Komm. 1. 2. 3. Yes, Mann. Yes. Und dann dreimal und dann bleibt er drin im Ball. Yes. Alter, dieser Moment immer. 650 Kilo. Es wurde aufgrund seines Verhaltens verbannt aus der Zierwelt. Schaut das auf die alte Welt. Geistdrache. Holy shit. Nein, will ich nicht. Wir haben es geschafft. Giratina scheint uns verstanden zu haben. Dieses Pokémon. Dieses schattenhafte Pokémon wurde gefangen. Deine Handlung führt dazu, dass diese irrationale Welt auch weiterhin existieren wird. Wird es dadurch für mich unmöglich, eine neue Welt zu erschaffen? Selbst wenn ich eine neue rote Kette herstellen würde, könnte es keine neue Welt geben. Warum nur? Warum willst du die beiden Welten unbedingt beschützen? Ist der Geist so vage und unvollständig? Er ist so wichtig für dich? Der Ort, an dem wir geboren wurden, die Zeit, die wir leben, unsere Sprachen... Wir alle unterscheiden uns, aber die Anwesenheit von Pokémon verbindet uns. Wir teilen unser Leben mit dem Pokémon und wir werden glücklicher, denn in der Gemeinschaft sind wir so viel mehr als allein. Und weil wir zusammen mit anderen leben, sind wir in der Lage, gemeinsam zu kämpfen und Pokémon zu tauschen. Mit wem auch immer wir wollen. Sei still! Hör auf mit deinem Geschwafel. So rechtfertigst du also Geist und Verstand als etwas Reifes? Aber das ist nur das armselige Hoffen der Menschen, die sich der Illusion hingeben, glücklich und sicher zu sein. Die Emotionen kochen in mir hoch. Wut, Hass, Frustration. Und diese schlimmen Emotionen entstehen aufgrund meines mangelhaften Geistes. Aber genug. Wir werden uns niemals einig sein. Aber ich verspreche euch eins. Ich werde die Geheimnisse dieser Welt aufdecken. Mit diesem Wissen werde ich dann meine eigene, vollkommene Welt schaffen. Und eines Tages werdet ihr aufwachen und ihr seid in meiner Welt. Eine Welt ohne mangelhaften Geist. Oh Mann, der ist echt gestört. Der ist echt krank. Nur weil es Traurigkeit gibt, können wir Glück empfinden. Und aus Ärger wird Mitgefühl geboren. Lass uns nach Hause zurückkehren. Das Portal, bei dem sich Giratina befand, sollte uns zurück in die Welt führen. In den Legenden steht geschrieben, dass Giratina das Wesen auf der anderen Seite unserer Welt ist. Daher leuchtet es ein, dass es auch eine Verbindung zu beiden Seiten haben muss. Okay, nichts wie weg jetzt hier. So. Oh, wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier? Wo sind wir? Wir sind an der Schleier der Quelle. Sie soll ein Weg zu dem sein, was auf der anderen Seite ist. Und wird nicht von Giratina gesagt, es lebe in einer Welt gegenüber der unsrigen? Oh, das war jetzt aber sehr unhöflich von mir. Cube, das war fantastisch. Du bist ein toller Trainer. Ich möchte dir im Namen von ganz Sinn und meinen Dank ausdrücken. Danke, Cube. Oh, und vergiss nicht, Professor Eibe Bescheid zu sagen. Er hat sich Sorgen um dich gemacht. Geh doch mal bei ihm vorbei. Darf ich da rein? Nee. Was haben wir hier? Gucken wir mal. Ist hier was? Nee. Achso, ich komme ja gar nicht hoch. Ups. Hier gibt es bestimmt auch coole Pokémon. So.
Wo genau sind wir hier? Wo ich genau bin, weiß ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. So. Wir haben natürlich noch eine Menge anderer legendäre Pokémon vor uns, die wir fangen wollen. Da kommt noch einiges auf uns zu. Aber ich freue mich schon drauf. 727 EP, nice. Ist da hinten was? Ja, wo geht's jetzt hier lang? Rechts oder links? Oder beide Richtungen? Klingplim! Sieht man auch nicht alle Tage so im wilden Gras. Aber den brauchen wir nicht. Flüchten wir einfach. Ich glaube, es ging bei beiden Seiten weiter, oder? So. Ich gucke auch mal hier lang. Vielleicht ist ja hier doch ein Item. Gucken wir einfach mal. Nicht, dass ich sie übersehe oder so. Ja, das Georock kill ich einfach immer schnell, weil das gibt relativ viele EP und ist geschenkt. Armer Surfer und es ist down. Oh, mich freut es, dass es geklappt hat jetzt mit Giratina. Fangrate 3 ist halt echt mega, mega niedrig. Das Niedrigste, was geht, ne? Ist hier was? Nee, okay. Na gut. Das ist einfach nur als Aussichtsplattform gedacht hier, oder? Wo bin ich hier? Wo zum Teufel bin ich hier? Idifas. Keine Ahnung, wo genau ich hier bin. Ja, okay. Wir werden es, denke ich mal, gleich erfahren, oder wir werden gleich die Orientierung wiederfinden. Hoffe ich doch. Ja, ich kill den mal schnell. Vielleicht reicht es für Level 43. Wäre nice. Aber wieso nicht jetzt ein bisschen trainieren? Wir sind ja eh underleveled. Hab ja gegen Kampf, gegen den Kampf, gegen Cyrus gesehen. Wie underlevelt wir sind. Frühlingspfad. Was zum Teufel? Ach, jetzt bin ich... Ach so, aber der Weg war damals noch nicht zur Verfügung. Alles klar. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Okay, alles klar. Gut, wir sollen zu Professor Eibe gehen, ne? Alles klar. Der befindet sich... Hier, ne? In Sandgemme. So. Na, er wartet schon auf mich. Cube, du bist wieder hier. Und ich bin sprachlos. Du hast es geschafft. Du hast es wirklich geschafft. Noch nie in meinen 60. Lebensjahren hat mein Herz so laut geschlagen wie heute. Der Professor hat eine Menge Dinge überprüft, nachdem du weg warst. Er hat sich große Sorgen um dich gemacht, Cube. Er hat sogar Bekannte um Hilfe gebeten. Und jetzt? Cube, ich bin so froh, dich in Sicherheit zu sehen. Willkommen zurück. Oh ja, da war noch etwas, das ich dir sagen wollte. Die drei Pokémon der Seen sind offenbar an ihre Ursprungsorte zurückgekehrt. Und nun erzähl, wie ist es dir ergangen? Der Pokédex? Oh, du hast 164 Einträge. Und wie viele Ohren hast du? Sag bloß 7 Stück. Da bleibt ja nur noch die Arena von Sonnewick. So weit bist du also schon gekommen? Wieso gehst du nicht noch nach Sonnewick und holst dir dort den Orden? Du kannst auch die Pokémon-Liga herausfordern. So erweiterst du deinen Horizont wie nie zuvor. Und bedenke, nur die neuen Pokémon, denen du auf deinen Wegen begegnest. Das werde ich auch vorhaben, jetzt nach Sonnewick zu gehen. Da hat er uns jetzt auch einen kleinen Tipp gegeben. Das heißt, wir können jetzt halt schon gegen die drei Pokémon der Seen antreten. Mal gucken, ob wir das demnächst mal machen werden. Ich werde es auf jeden Fall im Let's Play machen, das ist ganz klar.
Nur wann weiß ich nicht, wann wir das machen werden. Auf jeden Fall noch, bevor wir zur Pokémon-Liga gehen. Naja, aber dann würde ich sagen, machen wir in dem Part, machen wir jetzt erstmal auf dem Weg noch zur Sonnewick Arena. Dazu fliegen wir am besten wieder mit Togekiss. Wo geht's denn schneller? Hier, ne? Ich glaube, hier geht's schneller. So. Nehmen wir am besten unser Bike. Ach genau, was mir jetzt gerade so... Ja, genau, das erste Gras ist gleich ein Pokémon. Was mir auch gerade noch auffällt, hier haben wir auch noch nicht alles erkundet, ne? Wir hatten ja damals hier noch keinen Surfer. Jetzt haben wir Surfer, das heißt, wir können... Ja, das ist vielleicht besser, wenn ich das jetzt noch mache. Oh, Moment mal. Moment mal, hier haben wir auch noch was. Wir müssen ja eh noch mal alles erkunden. Will ich dann vielleicht in einen der nächsten Parts machen. Hier haben wir auch noch ein Item. Wingull. So. Brüller. TM05. Okay. Ich würde auch gerne Psyana wieder aus der Box holen. Ich glaube, sie ist Level 41 mittlerweile. Oder? Ja, ich glaube, sie war auf 41. Ja, bin ich mir ziemlich sicher sogar. So. Und wieder nach unten. Okay. Ja, die hier sind schon relativ gut gelevelt. Das heißt, laut Ninja und Dryga brauchen Level. So, und zwar... Hier hatten wir damals ja noch keinen Surfer, richtig? Ja, richtig. Jetzt haben wir Surfer. Was haben wir denn hier? Wir haben nicht mehr viel Zeit in dem Part. Aber wir können ja die Route schon mal beginnen. So. Ja, Level 24, das ist nicht wert. Hier ist gar nichts. Oder ist da, kann sich da auch ein Item befinden bei dieser kleinen Insel? Tentacha. Nee, oder? Geht das? Moment mal. Nee, da ist hier gar nichts. Okay. Aber hier dürfte sich was befinden. Aber was sich dabei findet, das sehen wir im nächsten Part, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.